Was der ÖVP-Fraktionsführer im sogenannten Ibiza-Urschuss dazu zu sagen hat, das erfahren wir in Kürze. Denn Andreas Hanger hat eine Pressekonferenz einberufen und die sehen wir jetzt. Ja, schönen guten Morgen natürlich auch von meiner Seite. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich hoffe, Sie hatten heute nichts anderes vor, so am Fenstertag oder zwischen dem Fenstertag. Wir haben zu dieser Pressekonferenz eingeladen, weil wir schon sehr klar unsere Empörung zum Ausdruck bringen müssen. Es geht ganz konkret um diese Chats, die Sie natürlich alle kennen. Und ich möchte Ihnen zuallererst einmal berichten, wie es dazu kommt, dass diese Chats so schnell das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben. Es geht um den Chatverlauf, der von der Staatsanwaltschaft Innsbruck über den Herrn Pilnercheck und andere in den Untersuchungsausschuss geliefert worden sind. Sie müssen sich vorstellen, diese Chatverläufe wurden am Montag, am späten Nachmittag in das Parlament geliefert und ganz wichtig, mit der Informationsstufe 2, streng vertraulich. Und die Dinge haben dann ihren Lauf genommen und bereits am nächsten Tag, am Dienstag in der Früh, wurden diese Chatverläufe medienöffentlich. Medien haben bereits daraus zitiert. Und sehr bemerkenswert habe ich dann gefunden, am Mittwoch machen dann die NEOS eine Presseaussendung und schreiben in dieser Presseaussendung, wie wir aus den Medien erfahren haben und dann wird zitiert zu diesen Pilnercheck-Chats. Und wir wissen mittlerweile und interessanterweise haben sich die NEOS schon gerechtfertigt, bevor wir überhaupt diese Tatsache auf den Tisch gebracht haben. Die NEOS haben zugegeben, dass sie diesen Chatverlauf geleakt haben. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, das ist unmöglich. Die NEOS brechen Gesetze, um Chats zu leaken. Sie formulieren in einer Presseaussendung, im Interesse der Republik brechen wir Gesetze. Das halte ich für unmöglich, was da passiert. Da wird der Rechtsstaat mit den Füßen getreten. Und das können wir so nicht akzeptieren. Was ist der nächste Schritt? Ruft man dann auf zur Anarchie? Das kann so nicht sein und das ist hinterhältige Politik, die hier die NEOS machen. Das sage ich auch in dieser Deutlichkeit sehr klar. Ich möchte aber insgesamt noch einmal darauf eingehen, wie die NEOS mit dem Thema Untersuchungsausschuss umgehen. Da ist mittlerweile jedes Mittel recht. Die NEOS entwickeln sich zur Spitzelpartei. Das halte ich auch in dieser Deutlichkeit fest. Und ich darf daran erinnern, was da schon alles passiert ist. Ich darf daran erinnern, dass die Frau Dr. Crisper, eine sehr erfahrene Verfahrensrichterin, hat sie gesagt, die geht mir arm, Sie wissen das. Wissen Sie, was da bemerkenswert ist? Sie hat sich bis heute nicht dafür entschuldigt. Sie hat nur relativiert. Sie hat relativiert dahingehend, so quasi, die gehen wir alle am Arsch. Nicht nur die Frau Dr. Huber. Das ist unglaublich und eigentlich wirklich ein Wahnsinn, dass da bis heute keine Konsequenzen gezogen worden sind. Die Frau Dr. Crisper hat einen Medienprozess verloren. Der Richter hat dort klar festgehalten, dass sie offensichtlich die Unwahrheit gesagt hat. Das sage nicht ich, das sagt ein Richter im Namen der Republik. Noch nicht rechtskräftig, ja, aber aus der Beweiswürdigung geht ganz klar hervor, dass sie den Peter Barthold getroffen hat und dass sie auch über den Untersuchungsausschuss gesprochen hat. Und zum Dritten darf ich natürlich auch erinnern an den Herrn Brandstätter, Helmut Brandstätter. Ich will jetzt gar nicht näher eingehen auf diese unglaubliche Entgleisung, die er sich da erlaubt hat. Darf ich nur berichten, dass er sich lapidar per E-Mail bei mir entschuldigt hat. Ich hätte mir erwartet, dass er sich persönlich entschuldigt. Das hat er bis heute nicht getan. Und ich darf Ihnen auch mitteilen, dass wir derzeit prüfen, da ist noch keine endgültige Entscheidung getroffen, dass wir prüfen, eine Sachverhaltsdarstellung bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft einzubringen. Es ist einmal ungewöhnlich, 386.000 Euro OMV-Auftrag von seiner Frau. Er auf der anderen Seite Jubelberichte im Kurier. Das prüfen wir derzeit noch auf strafrechtliche Relevanz. Da werden wir dann nächste Woche eine Entscheidung treffen, wie wir entsprechend vorgehen. Also zusammengefasst, ich halte es wirklich, die NEOS haben gestern zugegeben, dass sie Gesetze gebrochen haben. Im Sinne der Republik, es ist ja unglaublich. Und das ist schon eine Situation, die mich schon sehr, sehr bedenklich stimmt. Das geht ganz einfach nicht in meinem Rechtsstaat, da wird der Rechtsstaat mit Füßen
getreten. Und das wollte ich Ihnen heute mitteilen und meinen scharfen Protest in dieser Situation zum Ausdruck bringen. Für Ihre Fragen stehe ich jetzt gerne zur Verfügung. Frau Bundert, Antwort bitte. Ich wollte Sie erstens fragen, ob Sie ausschließen können, dass auch aus der ÖVP dann und wann Akten aus dem Urschuss an Medien weitergegeben werden. Und zweitens wollte ich Sie auch fragen, was Sie denn inhaltlich eigentlich von diesen bekannt gewordenen Chats halten. Seitdem ich Fraktionssprecher bin, und das kann ich nur für diesen Zeitraum machen, schließe ich zu 100% aus, irgendwelche Dokumente nicht ordnungsgemäß an die Medienöffentlichkeit gegeben zu haben. Das andere müsste man den Wolfgang Gerstl fragen, aber um für ihn zu sprechen, gehe ich auch davon aus, dass hier keine Dokumente geleakt worden sind. Von meiner Seite schließe ich das zu 100% aus. Wichtig ist mir schon auch zu sagen, wir müssen da auch ein bisschen unterscheiden zwischen Dokumenten, die quasi dem Untersuchungsausschuss zur Verfügung gestellt werden, und die dann, und das ist Informationsstufe 2, wenn es medienöffentlich wäre, würde ich ja nicht das große Problem dahinter sehen, weil es halt auch um Persönlichkeitsrechte geht. Und die NEOS treten Persönlichkeitsrechte mit den Füßen. Das ist unglaublich. Und da müssen wir natürlich immer wieder die Situation sehen, der Ermittlungsakte insgesamt, wenn quasi ein Akt von der WKStR zum Beispiel oder auch von einer anderen Staatsanwaltschaft zum Akt genommen wird und dass dann diese diese Ermittlungsakte quasi geleakt werden. Sie wissen nicht, die Diskussion, da bekommen dann alle Verfahrensbeteiligte Akteneinsicht und es geht dann auch irgendwie raus. Ich habe da auch die Frau Justizministerin schon aufgefordert, endlich einmal für Ordnung zu sorgen im System. Es kann ja nicht sein, dass permanent Ermittlungsakte sofort immer in der Öffentlichkeit sind. Und eine ähnliche Situation haben wir natürlich bei diesen Dokumenten Informationsstufe 2, wenn sie dem Untersuchungsausschuss übermittelt werden. Inhaltlich sage ich Ihnen auch sehr klar, lehne ich diese Chats ab zu 100%. Die sind nicht in Ordnung, halte aber schon auch fest, dass es eine persönliche Kommunikation ist. Aber inhaltlich werden Sie von mir kein einziges Wort der Verteidigung hören. Gibt es weitere Fragen? Herr Schmidt, ATV. Wie werden Sie denn jetzt darauf reagieren, auf diese Leaks der NEOS? Werden Sie rechtlich irgendwie vorgehen? Kann man da rechtlich vorgehen? Gibt es da einen weiteren Vorgang? Wir haben das jetzt zur Anzeige gebracht bei der Parlamentsdirektion. Und die Parlamentsdirektion und natürlich der Präsident des Nationalrats wird hier die entsprechende Vorgangsweise wählen. Also wir haben es beim Parlament, bei der Parlamentsdirektion zur Anzeige gebracht. Aber ist es ein Strafrechtsdelikt, wenn man diese Stufe 2 öffentlich macht? Oder? Es ist kein Strafrechtsdelikt. Erst ab der Stufe 3, ab der Stufe 4 wäre es strafrechtlich relevant, auch in aller Offenheit gesagt. Aber ich sage Ihnen, um das geht es nicht. Die NEOS haben die Gesetze mit Füßen getreten. Und irgendwie so salopp drüber gehen, das geht nicht. Weil dann braucht man bald eh keine Gesetze mehr, wenn einer so salopp sagt, eben nur, halte ich mich halt nicht dran. Eine Partei bitte, die immer redet von Persönlichkeitsrechten und vom Rechtsstaat, das ist unglaublich. Und es so, dann so verteidigen, wissen Sie, was ich meine? Es zu verteidigen, naja, ich meine, wo sind wir denn? Und in aller Schärfe, das ist hinterhältig. Und wissen Sie, wieso es hinterhältig ist? Weil man am Vortag noch sagt, wir haben aus den Medien erfahren und deshalb müssen wir jetzt aus diesem Chat verläufen. Und am nächsten Tag muss man zugeben, dass man geleakt hat. Das ist hinterhältig, das ist schäbig. Ich sage Ihnen das in dieser Deutlichkeit. Bitte. Herr Angers, Sie haben gesagt, Sie lehnen die Inhalte ab. Jetzt gibt es ja einige Aussagen, die doch wirklich sehr kräftig sind, gerade für jemanden, der in der Justiz auch arbeitet. Was sagen Sie dazu, dass da eine Höchstrichterin quasi als Müllfrau tituliert wird? Ist das nicht auch eine Beleidigung für alle Mitarbeiter bei der MA 48 und anderen Institutionen? Es ist nicht meine Sprache. Ich lehne diese Form der Kommunikation dezidiert ab. Das ist in dieser Form nicht in Ordnung. Zitiere auch den Dr. Brandstätter, der auch schon gestern gesagt hat, es wäre für derjenigen den ersten Stein, der noch nie in einer privaten Kommunikation diese Begrifflichkeiten leider verwendet hat. Aber inhaltlich ist es natürlich zu 100% abzulehnen, gar keine Frage. Sie haben es gerade angesprochen, Wolfgang Brandstätter, der ist wegen dieser Chats gestern zurückgetreten. Wie sehen Sie diesen Rücktritt? War der nötig? Es ist eine höchstpersönliche Entscheidung vom Dr. Brandstätter. Ich möchte nur betonen, ich habe ihn persönlich kennengelernt als hochprofessionellen Juristen, der auch in der Sprache immer sehr, sehr vorsichtig formuliert hat, höchst integer. So habe ihn ich persönlich kennengelernt und höchste Wertschätzung vor seiner Arbeit als Justizminister.
Auch als Abgeordneter hat man mit ihm immer einen sehr integeren, sehr angenehmen Umgangston gepflegt. Es ist eine höchstpersönliche Entscheidung und die ist natürlich zur Kenntnis zu nehmen. Eine Frage noch an der andere, der diese Chats geschrieben hat, war Christian Pinacek. Das fordert die Opposition ja lange schon seinen Rückzug. Er hat das Ministerium als Berufung eingelegt. Da geht es jetzt um oberen Posten gehalten. Wie steht die ÖVP dazu? Soll Christian Pinacek Beamter, Sektionschef sein? Vielleicht auch noch ganz kurz, ich komme sofort zu Ihrer Frage, was schon bemerkenswert ist, es hat ja auch quasi diese Datenauswertung hat ja auch ergeben, dieser Chatverlauf, die entlasten ja den Dr. Brandstätter. Über das spricht ja kein Mensch mehr. Es wird ja nur mehr über die Chats gesprochen. Diese Chatverläufe entlasten ihn. Sie wissen, es geht um diese Hausdurchsuchung Theuner, die da untersucht wird. Und da geht hervor, dass hier kein Anhaltspunkt da ist, dass hier irgendwelche Informationen weitergegeben worden sind. Ähnliche Situation beim Herrn Pilnacek. Auch dort, der hat ja quasi jetzt eine Verhandlung gehabt letzte Woche, oder diese Woche war das, glaube ich, sogar, wo ja untersucht wird, ist diese Suspendierung zu Recht passiert oder nicht zu Recht passiert. Also wir bekommen Informationen, dass man davon ausgeht, dass diese Suspendierung wieder aufgehoben wird. Der Bericht wird jetzt am Montag da sein. Aber welche Konsequenzen der Herr Pilnacek aufgrund dieser Chatverläufe, dieser persönlichen Chatverläufe zieht, ist natürlich auch seine höchstpersönliche Entscheidung. Ich möchte noch beim Herrn Pilnacek bleiben. Inwiefern sehen Sie das dann auch gerechtfertigt, wenn Sie sagen, es ist eine persönliche Entscheidung, wenn ein doch Spitzenbeamter in einem Chat schreibt, mehr oder weniger einem Rechtsstaat und zu einem Verfassungsgerichtshof kann man nicht mehr dienen? Stellt sich dann nicht die Frage, wem der Herr Pilnacek dann dient, beziehungsweise kann man als Spitzenbeamter, auch wenn Sie es persönliche Unterhaltung nennen, so eine Einstellung tatsächlich haben? Vielleicht darf ich, komm sofort zu Ihrer Frage, damit ich noch einmal ein bisschen größer aushole. Interessant ist ja schon auch, und das müssen wir uns schon auch stellen, und da würde ich wirklich auch alle Journalistinnen und Journalisten bitten, das zu tun. Wir müssen uns einmal anschauen, wieso kommen die Chats denn überhaupt in den Untersuchungsausschuss? Und es ist schon bemerkenswert, dass ein Chat quasi auch aus dem Jänner 2021, der jetzt einmal überhaupt nichts mit der Ibiza-Causa zu tun hat, in den Untersuchungsausschuss kommt. Diese Frage muss schon auch noch erlaubt sein, weil aus meiner Sicht muss der Zusammenhang mit dem Untersuchungsgegenstand da sein und der ist aus meiner Sicht weit und breit nicht zu erkennen. Also das heißt, wir haben eine Situation, dass Chatverläufe geliefert werden, wo wir keinen Zusammenhang mit dem Untersuchungsgegenstand sehen. Also das wäre vielleicht auch einmal wert zu hinterfragen in einem kritischen Journalismus. Vielleicht steckt da sogar ein System dahinter und will man da quasi bewusst hier diese Chats an die Öffentlichkeit spielen. Und zum Zweiten haben wir die Situation, wie es da ist, dass sie, wenn sie dann geliefert werden, also schon der erste Schritt ist aus meiner Sicht hinterfragenswert, und der zweite Schritt sowieso, da werden Gesetze gebrochen, um diese Dokumente an die Öffentlichkeit zu spielen. Und jetzt ganz konkret zum Herrn Pilnacek. Ich bleibe dabei. Ich lehne diese Chats inhaltlich zu 100% ab, auch wenn sie persönliche Chats sind, die das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben. Und es ist eine höchstpersönliche Entscheidung von Herrn Pilnacek, wie er damit umgeht. Rechtlich wird er, interessanterweise, rechtlich wird er, da sind wir immer wieder, wissen Sie, in dieser Debatte dann drinnen, was ist die strafrechtliche Relevanz und was ist die gesetzliche Relevanz, da sagen eh schon alle, nein, da wird nichts da sein, aber Sie stellen zu Recht die Frage auch nach der moralischen Verantwortung und die muss der Herr Pilnacek für sich selber beantworten. Gibt es noch weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, Frau Buller noch einmal. Bitte. Nur eine kurze Nachfrage noch. Wie sind Sie überhaupt drauf gekommen, dass die NEOS diese Chats gelegt haben? Also, es war ja wirklich bemerkenswert. Also, am Dienstagvormittag denke ich mir, aha, was ist da jetzt? Und dann sind relativ rasch, ich war dann in dem Sender, der sie zuallererst hatte, ich habe da mal gefragt und habe dann auch bewusst hineingefragt, na, haben Sie die von? Und dann kommt halt so ein Lächeln, nicht ein Ja und ein Nein. Dann haben wir gedacht, aha, okay. Und dann war die Situation, dass wir es über drei Anwälte auch zu uns hereingespielt bekommen haben. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich war dann noch sehr skeptisch, ob wir diese Pressekonferenz machen, weil ich gesagt habe, naja, puh, wir wissen ja nur, ich kann Ihnen das zeigen, da ist der Magister Thoma und da steht NEOS, wenn ich Ihnen das zeigen darf. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, mehr habe ich auch nicht gewusst, weil die NEOS hätten ja dann argumentieren können, das stimmt ja alles nicht und das Dokument haben wir vielleicht irgendwo vergessen und ist liegen geblieben. Und insofern war ich dem Herrn Doni gestern sehr, sehr dankbar,
dass er das zugegeben hat, weil sonst hätte ich es nicht in dieser Schärfe formuliert, wie er es jetzt heute formuliert. Ich wäre sehr zurückhaltend gewesen. Ich hätte gesagt, der Verdacht liegt nahe. Oder ich hätte gesagt, es könnte sein. Aber heute sage ich, es ist hinterhältig. Es ist schäbig. Und durch diese Presseaussendung gestern vom Herrn Donig, ehrlich, die mich durchaus auch ein bisschen emotionalisiert hat, die mich empört, weil er schreibt noch so quasi im Interesse der Republik. Im Interesse der Republik werden Gesetze gebrochen. Ich meine, wissen Sie, was ich meine? Und das hat einen interessanten Verlauf genommen die letzten Tage. So hat, und so haben wir es jetzt wirklich auch dezidiert am Tisch, dass NEOS Gesetze gebrochen haben. Unabhängig jetzt davon, dass Sie empört sind über diesen Leak. Sind Sie auch empört? Das ist ja nicht der Gegenstand dieser Unterhaltung. Die Frage stellen Sie, gell? Ja, genau. finden Sie den Inhalt, jetzt nur den Inhalt dieser Chats, ja, tatsächlich unerheblich für die Republik, wenn es nun ja auch schon einen Rückstand, einen Rücktritt gegeben hat von Herrn Brandstätter? Wir müssen, na, Frau Biontek, wir müssen präzise bleiben. Ich habe formuliert, nicht relevant für den Untersuchungsgegenstand. Nicht relevant für den Untersuchungsgegenstand. Und die Grundlage dafür, dass diese Chats geliefert worden sind, sind ja, sie sind relevant für den Untersuchungsgegenstand, hat irgendjemand entschieden. Wissen Sie, da müssen wir fein auseinanderhalten. Untersuchungsgegenstand, ja, da bleibe ich dabei. Die sind nicht relevant für den Untersuchungsgegenstand. Sie sind natürlich für die Republik relevant. Ich meine, machen wir uns nichts vor, aber es muss halt schon noch die Frage erlaubt sein, wer spielt private Chats an die Öffentlichkeit? Und es kann schon nicht sein, dass Persönlichkeitsrechte, und wir erleben das ja insgesamt im Ausschuss, mit Füßen getreten werden. Ich kann Ihnen x andere Beispiele bringen, wo Chatverläufe auch quasi an die Öffentlichkeit gespielt werden. Ja, da bleibe ich dabei, da werden Persönlichkeitsrechte verletzt. Da geht es um § 8 Menschenrechtskonvention. Sogar die Menschenrechtskonvention spricht von Persönlichkeitsrechten. Und die NEOS sprechen immer von Persönlichkeitsrechten. Und was tun sie? Sie treten diese Persönlichkeitsrechte wirklich mit den Füßen.